Sie ist das Paradebeispiel einer Powerfrau. Nazan Ekes ist erfolgreiche Moderatorin, Mama von zwei Jungs und beweist trotz der Trennung von Ehemann Julian Kohl, dass eine harmonische Patchwork-Familie möglich sein kann. Ihre schönste Rolle findet allerdings nicht vor, sondern hinter der Kamera statt. Denn für den TV-Star mit türkischen Wurzeln gibt es nichts Wichtigeres, als ihre beiden Söhne Lunes und Elias zu toleranten Menschen zu erziehen. Im Interview mit bunte.de hat Nazan verraten, auf welche Werte sie am meisten Wert legt. Im Umgang mit anderen, finde ich, glaube ich, ist das Wichtigste, was man in der heutigen Zeit seinen Kindern mitgeben kann, einfach Respekt zu haben, offen zu sein. Und ich versuche natürlich auch in weiblicher Hinsicht ein Role Model zu sein. Sie erleben eine Mutter, die sehr eigenständig ist, die arbeitet, die gerne arbeitet, die aber auch für ihre Kinder da ist. Und diese Dinge zu vereinbaren und dass das eben normal ist im Leben einer Frau, damit wachsen sie auf. Und ich hoffe und glaube, dass sie später ihre Freundinnen und ihre Mädels und Frauen sehr, sehr gut behandeln werden. Apropos Respekt, ein empathisches und wertschätzendes Miteinander zählen für den TV-Star genauso zu einem guten Elternhaus wie Achtung und Anerkennung. Weil ich finde, dass man im Internet genauso respektvoll miteinander umgehen sollte wie im echten Leben. Wenn man jemandem gegenübersteht, dann haut man ihm auch nicht irgendwelche Beleidigungen um die Ohren. Schöne und wichtige Worte, die beweisen, wie wunderbar und vorbildlich Nazan als Mama tickt.